Diesen Monat wird zum angeblich letzten Mal der dubiose Klimarat tagen. Ein Millionen Euro teures Prestigeprojekt der grünen Ideologieministerin Leonore Gewessler. Das ist übrigens jene Dame, die zwar vorgibt, sich für den Klimaschutz einzusetzen, aber sich selbst fernab der Kameras dauernd in ein Flugzeug setzt. Bis Anfang Mai chattete die Klimaministerin bereits 5-mal ins Ausland. Am weitesten weg ging es in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Katar. Dabei kamen CO2-Belastungen von 3 bis 5 Tonnen Emissionen zusammen. Nur für Gewessler selbst. Zum Vergleich, durchschnittlich beliefen sich die Treibhausgase pro Kopf in Österreich auf rund 9 Tonnen im ganzen Jahr. Gewessler liegt also über dem Österreich-Schnitt. Doch nun zurück zum Klimarat. Während niemand so genau weiß, was am Ende der Benefit für den Steuerzahler sein soll, stehen zumindest schon jetzt die wahren Gewinner fest. Die PR-Firma des grünen Intimus Lothar Lockl, der allein hunderttausende Euro für seine Dienste einstreifen konnte. Und weitere Günstlinge aus dem grünaffinen Lager. Besonders amüsant ist nun das Verhalten der ÖVP, was diesen Klimarat anbelangt. Der Klimasprecher der Volkspartei sieht das Gremium als absolut untauglich an, das in keiner Weise repräsentativ sei. Zudem wurde Gewesslers Lieblingsprojekt als untaugliche PR-Aktion der Ministerin bezeichnet. Aha, Moment einmal, jetzt plötzlich, nachdem man diese PR-Aktion doch mitzuverantworten hat und mit dem jetzigen Finanzminister Magnus Brunner sogar als Staatssekretär im Gewessler-Ministerium vertreten war. Fakt ist, dank der ÖVP war es erst möglich gewesen, dass dieses Gremium namens Klimarat Millionen an Steuergeldern verschleudert hat. Die ÖVP kann sich jetzt nicht hinter dem Vorhang verstecken und so tun, als hätte sie dieses Gremium immer abgelehnt, so FPÖ-Umweltsprecher Walter Rauch. Die Causa rund um den Klimarat zeigt einmal mehr deutlich auf, wie Grün und Türkis wirklich ticken. Einfach nur falsch und unglaubwürdig.